Seit Tausenden von Jahren versucht der Mensch, die Natur zu beherrschen. Er baute dafür gewaltige Maschinen und errichtete Bauwerke, die selbst die Elemente bändigen konnten. Die Menschheit hat unseren Planeten radikal verändert. Heutzutage können wir nahezu alles erreichen. Und permanent überschreitet der Mensch neue Grenzen. Wir machen Fortschritte in der Technik, von denen unsere Großeltern nicht zu träumen wagten. Manchmal scheint es, als könnten wir alles erschaffen. Doch die komplizierteste Konstruktion unseres Planeten hat der Mensch nicht selbst erbaut, sondern von der Natur geerbt. Dieses lebendige Kunstwerk hat sich in Tausenden von Jahren kaum verändert. Es ist der menschliche Körper. Diese Serie wird den Körper neu entdecken und seine unglaublichen Kräfte zur Selbstheilung zeigen. Sie erzählt die Geschichte von Penny, deren letzte Schritte hier auf Video aufgezeichnet sind. Bei ihrem 350. Sprung versagte der Fallschirm und sie schlug mit fast 200 Stundenkilometer am Boden auf. Penny überlebte den Sturz, aber ihre Wirbelsäule war zerschmettert. 5 Jahre später spürt sie ihre gelähmten Beine wieder. Medizinisch gibt es keine Erklärung dafür, warum das plötzlich passiert ist. Bei einigen Tierarten wachsen abgetrennte Gliedmaßen wieder nach. Aber beim Mensch ist man noch weit davon entfernt und hilft sich mit neuen Transplantationstechniken. Clint Hallam erhielt als erster Mensch die Hand eines Toten. Als ich meine Hand zum ersten Mal sah, dachte ich, ein Wunder. Doch die transplantierte Hand ist gewöhnungsbedürftig und funktioniert nicht wie seine eigene. Supermensch wird Leute bei riskanten Operationen begleiten und erleben, wie man sich mit dem Körperteil eines anderen Menschen fühlt. Ich werde den Rest meines Lebens für diesen Menschen beten. Es ist, als hätte ich jemanden getötet, damit ich selbst leben kann. Manche wissen genau, wofür sie die enormen Risiken dieser Operationen eingehen. Wenn sie ihm das einpflanzen, wird er endlich hören, aber vielleicht nie wieder lachen. Supermensch wird das Ausbreiten von Infektionen sichtbar machen und wie sich der Körper gegen diese Attacke zur Wehr setzt. Die Serie wird einige Menschen begleiten, die sich neuen Krebstherapien unterziehen, um den Krebs aus eigener Kraft zu besiegen. Ich habe gerade die Aufnahmen gesehen und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Und schließlich zeigt Supermensch die Fortschritte in einem umstrittenen Gebiet, der Reproduktionsmedizin. Hier beginnt die Gentechnik in die Natur des Menschen einzugreifen. Umso wichtiger ist es deshalb, die Heilkraft des Körpers in seinem frühesten Stadium verstehen zu lernen. Jede neue Erkenntnis in der Medizin bringt uns einem historischen Ziel näher. Zum ersten Mal können wir uns über die Regenerationsfähigkeit des Körpers nicht nur still wundern, sondern wir können diese natürlichen Kräfte auch nutzen. Vielleicht sind wir gerade deshalb dabei zu begreifen, wie einzigartig der menschliche Körper wirklich ist. Nirgendwo werden die Selbstheilungskräfte des Körpers dringender gebraucht als in der Unfallmedizin, bei der Behandlung von Schwerstverletzten. Ich weiß nichts mehr über diese Nacht.
Ich merkte plötzlich, dass mein linker Arm nur noch an einem Hautfetzen hing. Sie mussten meine inneren Blutungen stoppen. Deshalb haben sie mir die Milz entfernt, die beim Unfall gerissen war. Ich hätte nie gedacht, dass ich das überlebe. Keine Chance. No way. Trauma ist das Thema Nummer 1 in der Notfallmedizin. Any unit on the scene on the Southwest Freeway at West Park acknowledge. Jeden Tag werden tausende Menschen überall auf der Welt Opfer eines Unfalls mit schweren Verletzungen. Die meisten Leute fürchten sich, an Krebs zu sterben. Dabei sollten sie sich eher vor Herzinfarkten oder Schlaganfällen fürchten, wenn man sieht, was sie so essen. Und auch vor AIDS haben viele panische Angst. Nur vor schweren Verletzungen fürchtet sich offenbar keiner. Unfalltrauma fordert mehr Opfer als Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs zusammen. Dieser kleine Junge war in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der vierjährige Dimitri war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Auto mit Tempo 40 angefahren. Dimitri, we're going to be doing a lot of things to you. We're going to be taking some pictures. It's real important that you lay still while we do it, okay? And then we'll get you off this board. I know it's In der Notaufnahme müssen die Ärzte und Spezialisten schnell viel wissen. Dimitri, that's not going to happen again, buddy. Vielleicht ist es nur ein Knochenbruch, aber der Junge könnte auch innere Verletzungen erlitten haben. Mit Hilfe modernster Röntgengeräte und durch Ultraschallbilder kann man schwere Verletzungen schnell entdecken und in der Regel auch behandeln. Dimitri hatte Glück. Er überlebte den Unfall und hat keine Folgeschäden zu befürchten. Aber diese traumatische Erfahrung geht fast nie spurlos an einem Menschen vorüber. Wir sind dabei, eine Epidemie zu ignorieren, die sich ausbreitet wie die Plagen des alten Ägypten. Das Auto wurde zum Serienkiller der modernen Zivilisation. Verkehrsunfälle sind die häufigste Todesursache bei Menschen unter 44 Jahren. Kein Wunder, denn bei einem Aufprall werden unglaubliche Kräfte freigesetzt. Das hier ist ein gutes Beispiel. Erstaunlicherweise überleben manche Menschen selbst solche Unfälle. Während des Aufpralls werden unglaubliche G-Kräfte wirksam. Für den Bruchteil einer Sekunde kann der Mensch das 60-fache seines Körpergewichts wiegen. Diesen zerstörerischen Kräften war auch der Fahrer dieses Wagens ausgesetzt. So wie er werden weltweit jedes Jahr Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. Michael Sharp war auf dem Heimweg von seiner Schwester, als er mit seinem Auto von Tal in einen Bus prallte. Ich weiß nichts mehr über diese Nacht. Ich weiß nicht, wie er aus dem Auto rausgekommen ist, aber ich bin froh, dass er es schaffte. Als man Michael aus dem Wagen befreite, war er in einem schlimmen Zustand. Er zeigte ziemlich schnell die klassischen Symptome eines traumatischen Schocks.
Er reagierte verwirrt und aggressiv. Seine Pupillen begannen sich zu weiten und ihm brach kalter Schweiß aus. Sein Blutdruck stieg und sein Herz schlug schneller. Dann zogen sich seine Venen zusammen und leiteten das Blut von den Gliedmaßen zurück zu den lebenswichtigen Organen. Seine Atmung wurde schnell und flach, weil seine Lungen so viel Sauerstoff wie möglich brauchten. Eine Flut weißer Blutkörperchen wurde mobilisiert. So reagiert unser Körper standardmäßig auf schwere Verletzungen. In der Notaufnahme verfährt man ebenfalls nach einem genauen Plan. Die lebensrettenden Maßnahmen stehen an erster Stelle. Zuerst werden die Atemwege untersucht, um Michaels Atmung sicherzustellen. Dann muss der Blutkreislauf stabilisiert werden, damit die Organe auch weiterhin mit Sauerstoff versorgt werden. Denn ohne Sauerstoff kann Michael nicht überleben. Vor allem das Gehirn reagiert empfindlich auf Sauerstoffmangel. Schon nach 3 Minuten besteht die Gefahr bleibender Hirnschäden. Im Krankenhaus angelangt, beginnt Michael zu zucken. Diese dramatische Reaktion des Körpers ist bei schweren Kopfverletzungen die Regel. Für die Notfallmediziner zählt nur eines: schnell zu reagieren und die notwendigen Gegenmaßnahmen zu treffen, die einem Schwerverletzten eine Überlebenschance geben. Ich wusste gar nicht, wie ich mich fühlen sollte. Es geschah alles so schnell. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Es fühlte sich an, als wäre gar nicht groß etwas passiert. Heute führe ich ein komplett anderes Leben. Was früher selbstverständlich war, nehme ich heute bewusster wahr. Ich habe Corin immer geliebt. Er ist mein großer Junge. Aber heute widme ich mich ihm viel mehr. Ich bin glücklich, dass ich noch lebe. Die Behandlung eines Schwerverletzten ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Back of the head. Right. Nice. There's blood there. I can't see an obvious laceration. Call anesthesia. He's got a big hematoma. It's hard to feel if there's a bony thing under there or not. Ein Unfallopfer verlangt von jedem Arzt schnelle und präzise Entscheidungen. Jede davon kann tödliche Konsequenzen haben. This one's nice. Deshalb müssen die Ärzte immer darauf vorbereitet sein, ihre Strategie jederzeit zu ändern. José? José, übernimm mal die Anästhesie für einen Moment. Roll dir mal vorsichtig darüber. Keine Ahnung, was das ist. Roll ihn zurück. Aber die Unfallmedizin ist im Begriff, sich radikal zu verändern. Der Grund für dieses Umdenken sind jüngste Erkenntnisse, nach denen der Körper über erstaunliche Selbstheilungskräfte verfügt. Die erste Reaktion des Körpers ist immer, den Blutverlust zu verhindern. Gleich geht es weiter mit BBC Exklusiv und Kyocera, der Spezialist. Ein Blutstropfen enthält 5 Millionen roter Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen machen fast die Hälfte des Blutvolumens aus. Ihre Hauptfunktion ist der Sauerstofftransport von der Lunge in jeden Teil des Körpers. Pro Tag produziert unser Körper 200 Milliarden neue rote Blutkörperchen. In 24 Stunden legen sie rund 19.000 Kilometer im Körper zurück. Blut ist also tatsächlich ein ganz besonderer Saft. Unser Körper kann einen gewissen Blutverlust ausgleichen. Aber seine Reserven sind nicht unendlich.
Manchmal lassen sich extreme Blutungen von außen gar nicht erkennen. Bei einem Beinbruch etwa kann man ein Drittel seines Blutvolumens verlieren. Diese Art von inneren Verletzungen lässt den Blutdruck massiv fallen. Die übliche Gegenmaßnahme ist eine Infusion, um das innerliche Verbluten zu verhindern. Aber medizinische Standardbehandlungen helfen nicht immer. Diese Lektion haben Ärzte vor allem im Krieg gelernt. Okay. 100 meters away from an analgesic from here. Can you move him? Okay, try to bring him back here. Remember to stop the bleeding. Im Vietnamkrieg gab es furchtbare Verletzungen. Das Neue an diesem Krieg war die Schnelligkeit, mit der medizinische Hilfe eintraf. Helikopter erreichten die Schwerverwundeten in wenigen Minuten. Damals konzentrierte man sich darauf, den Blutverlust auszugleichen und den Blutdruck zu stabilisieren. Meist bekamen die Soldaten noch auf dem Schlachtfeld die ersten Infusionen. Viele der Schwerverwundeten starben. Die Ärzte mussten erkennen, dass diese Form der Behandlung offenbar mehr schadete als nutzte. Ich bin sicher, dass viele Soldaten durch ihre Behandlung umgebracht wurden. Speziell im Vietnamkrieg, wo die medizinische Versorgung sofort zur Stelle war. Damals gab man Infusionen, um den Blutdruck zu erhöhen. Und wahrscheinlich sind die Leute deshalb verblutet. Der Körper reagiert auf Blutverlust, indem er ein Gerinnsel bildet. Blutplättchen sind rasch zur Stelle und kleben mit Hilfe von Fibrin zusammen. Doch der entstandene Blutpfropfen kann durch eine Erhöhung des Blutdrucks rasch weggespült werden. Der Blutpfropfen ist eine natürliche Barriere, die das Blut am Weiterfließen hindert. Bei niedrigem Blutdruck hält der Klumpen. Aber wenn er steigt, kann der Damm brechen. Und die Folgen sind verheerend. Genau das passierte auch vielen Soldaten in Vietnam. Man zerrte sie in den Helikopter, hing sie an den Tropf und sie verbluteten. Mutter Natur hat einen simplen Schutzmechanismus entwickelt. Und wir sollten verdammt vorsichtig sein, dass wir ihn durch falsche Behandlung nicht einfach ausschalten. Jim Ryan war Chirurg im Falklandkrieg. Hier waren die medizinischen Bedingungen völlig anders. Auf den entlegenen Falklandinseln wurde bei Nacht und bei schlechtem Wetter gekämpft. Eine schnelle Rettung per Helikopter war unmöglich. Verwundete Soldaten mussten oft stundenlang auf Hilfe warten. Die Heilkraft des Körpers bekam eine Chance. 1982 war David Gray im 2. Fallschirmspringerbataillon der britischen Armee. Er war gerade 18, als er bei Goose Green bei einem Granatenangriff schwer verletzt wurde. We broke the brow of the hill. Wir hatten gerade die Hügelkuppe überquert. Natürlich hatten wir Rückendeckung, aber wir bildeten die Frontlinie. Diejenigen, die verletzt wurden, blieben schutzlos am Abhang liegen, direkt im Visier der Scharfschützen. And under sniper fire as well. Ich ging zurück, weil mein Kumpel Tony Tai getroffen wurde. Er hatte eine Schusswunde im rechten Arm und dabei erwischte mich eine Granate. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es war. Ich dachte noch, das war knapp und rollte mich ab. Als ich an mir runterblickte, war mein rechtes Bein weg. Ich bin dann 3 bis 4 Stunden dort gelegen, bevor man mich mit Infusionen versorgen konnte. Ich habe die ganze Zeit Blut verloren. Ich hätte nie gedacht, dass ich das überlebe. Keine Chance.
Man gab schwer verwundeten Soldaten wie David kaum eine Chance. Doch viele überlebten. Wir waren schockiert und erleichtert gleichzeitig. Einige Leute verloren Gliedmaßen und lagen 6 bis 10 Stunden da draußen. Eigentlich hätten sie sterben müssen, aber viele überlebten. Jim Ryan glaubt, dass die lange Wartezeit das Leben dieser Männer gerettet hat. Wahrscheinlich fielen sie hin, lagen ruhig da und bluteten langsam aus. Aber nicht so extrem, dass sie daran starben. Ihr Körper bildete einen Blutpfropfen und niemand hing sie an den Tropf, um den Blutdruck in die Höhe zu kriegen. Deshalb lagen sie nur still da, mit niedrigem Puls, flacher Atmung und kühlten aus. Aber sie schonten damit ihren Körper. Diese Erkenntnis stellt seitdem die routinemäßige Erstversorgung von traumatisierten Unfallopfern in Frage. Heute beobachten Notfallmediziner und warten, bevor sie Infusionen verabreichen. Aber auch die Kälte spielte auf den Falklandinseln eine entscheidende Rolle. Am meisten erinnere ich mich an die Kälte, an die Taubheit in den Fingern und im Gesicht. Es war unglaublich kalt. Unsere Thermometer konnten die Kälte gar nicht mehr anzeigen. Es hatte sicher 30 Grad unter Null. Die meisten sahen aus, als wären sie bereits tot. Aber die Kälte schadete den Soldaten nicht, im Gegenteil. Wahrscheinlich half sie ihnen sogar zu überleben. Ich glaube, in dieser speziellen Situation wirkte die Hypothermie, also das Abkühlen der Körpertemperatur, wie ein Schutz. Das hat den ganzen Prozess verlangsamt. Der Krieg hatte eine Fähigkeit des menschlichen Körpers zutage gebracht. Kälte kann Leben retten. Dieses Wissen verwendet man heute bei der Behandlung von Unfallopfern. An einem eisigen Novembertag wurde Kate Close von ihrem Pferd abgeworfen. 2 Stunden lang lag sie mit schweren Kopfverletzungen hilflos im Freien, bevor man sie in ein Krankenhaus bringen konnte. Alistair Wilson, der behandelnde Arzt, war wegen ihrer Kopfverletzungen ziemlich besorgt. Eine Computertomographie bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Oh, crikey, Ryan. Blimey. Look at all that air as well. In view of the fairly gross nature of her injuries. Nachdem ich das Ausmaß ihrer Verletzungen sah, schätzte ich ihre Überlebenschancen auf 5%. Ich hatte nicht viel Hoffnung. Alistair Wilson traf daraufhin eine ungewöhnliche Entscheidung. Er beschloss, Kate nicht aufzuwärmen. Ihre Körpertemperatur war ziemlich niedrig, etwas unter 34 Grad. Und dann dachten wir uns, vielleicht ist das gar nicht schlecht, weil dadurch der Sauerstoffbedarf des Gehirns reduziert wird. Damit sinkt auch die Gefahr bleibender Schäden durch die verminderte Sauerstoffkonzentration. Der Sturz vom Pferd und die erlittene Hirnverletzung lösten eine lebensbedrohliche Kettenreaktion aus. Beschädigte Hirnzellen lösen eine chemische Reaktion aus. Wenn sie nicht gestoppt wird, sterben auch gesunde Zellen ab. Man weiß zwar nicht genau warum, aber das Abkühlen des Gehirns um ein paar Grad verhindert oft Folgeschäden. Noch immer heruntergekühlt, wurde Kate auch operiert. Das Blutgerinnsel in ihrem Kopf wurde entfernt. Erstaunlicherweise erlitt sie keine bleibenden Hirnschäden. Ich habe Kälte immer gehasst. Aber man hat mir gesagt, dass die Hypothermie eine der Maßnahmen war, die mein Leben retteten. Ehrlich gesagt mag ich Kälte deswegen auch nicht lieber. Aber in diesem Fall kann ich nur sagen, mein Gott, ich habe ihr wirklich viel zu verdanken. In der Traumamedizin steht die kontrollierte Senkung der Körpertemperatur inzwischen im Mittelpunkt der Forschung. Mediziner wenden die Hypothermie auch bei Neugeborenen mit Sauerstoffmangel und bei Herzinfarkten an.
Nach einem Unfall senkt der Körper auch von Natur aus seine Betriebstemperatur. Das Abkühlen ist der Endpunkt eines traumatischen Schocks. Menschen, die unter Schock stehen, benehmen sich oft merkwürdig. Die Ursache dafür liegt in unserer evolutionären Vergangenheit. Körperlich betrachtet sind wir immer noch Tiere, die um ihr Überleben kämpfen, flüchten oder einen sicheren Unterschlupf suchen. Dieses urtümliche Verhalten nennt man Kennensyndrom. Es versetzt uns in einen körperlichen Alarmzustand. Der Organismus wird von Adrenalin durchflutet. Dieses Hormon lässt das Herz schneller schlagen. Die Lungen ringen nach Luft. Der gesamte Körper wird für den Notfall programmiert. Deshalb geraten Unfallopfer oft in Konflikt mit ihren Rettern. Gleichzeitig setzt das Gehirn schmerzstillende Hormone frei, Endorphine. Diese körpereigene Droge ist so mächtig, dass man selbst mit einem abgetrennten Bein nichts spürt. Ich spürte von der Hüfte abwärts nichts mehr. Meine Schmerzgrenze hatte ich überschritten. Nach einer Weile zeigt sich die Wirkung der Hormone. Der Herzschlag verlangsamt sich, der Blutdruck fällt und es bilden sich Blutgerinnsel. Am 6. Juli 1999 explodierte eine Fabrik mitten im Zentrum von Los Angeles. Einer der Arbeiter erleidet schwerste Verbrennungen und wird in das örtliche Krankenhaus gebracht. Bei der Ankunft in der Notaufnahme haben die Ärzte wenig Hoffnung. Das Opfer hat zusätzlich ein gebrochenes Genick, Schädelbrüche und schwere innere Blutungen im Unterleib. Angesichts der fürchterlichen Verletzungen trifft der leitende Chirurg Dr. Dimitriadis eine mutige Entscheidung. Because of the severity of the patient. Aufgrund des schlechten Zustands des Patienten mussten wir uns innerhalb weniger Minuten für eine andere Behandlung entscheiden. Und zwar für eine eher unkonventionelle Methode, die wir Damage Control Procedure nennen. Mit derart vielfältigen Verletzungen schwebt der Körper in einem kritischen Zustand. Diese Methode wird nur angewandt, wenn jeder Eingriff den Tod des Patienten bedeuten kann. Der menschliche Körper verfügt über erstaunliche physiologische Reserven. Aber wenn diese erschöpft sind, kann jede Verschlechterung tödlich sein. Deshalb machten die Ärzte gerade so viel, wie notwendig war, um ihren Patienten am Leben zu halten. Sie ignorierten seine Verletzungen, klebten lediglich seine Leber zusammen und packten sie in Gase. Anstatt den Patienten zuzunähen, wurde er nur mit Plastik abgedeckt. Dann ließ man ihn ruhen. In der Hoffnung, dass sein Körper sich selbst regenerieren würde. Drei Tage lang hielt man den Patienten in der Intensivstation stabil. Erst dann traten die Chirurgen um Dr. Dimitriadis wieder in Aktion. Sie entfernten die äußere Plastikhülle. Zu ihrer Erleichterung wuchs die Leber bereits wieder zusammen.
Die inneren Blutungen hatten aufgehört. Nachdem sie den Darm auf weitere Verletzungen untersucht hatten, rekonstruierten sie die Bauchdecke mit einer speziellen Membran aus Schweinedarm und nähten den Bauch wieder zu. Seine Überlebenschancen waren gleich null. Das wird ihn weltweit jeder Chirurg bestätigen. Ohne diese Methode wäre er uns mit Sicherheit auf dem Operationstisch gestorben. Die gewonnenen Erkenntnisse führen zu einem erstaunlichen Ergebnis. Je weniger man anfangs tut, desto besser ist es oft für den Patienten. Gleich geht es weiter mit BBC Exklusiv und Kyocera, der Spezialist für wirtschaftliche Druck- und Kopiersysteme. Sagen oft Organe wie Leber und Nieren. Sie sterben einfach ab, weil der Körper bei einem Unfalltrauma überreagiert. Todesursache ist dann multiples Organversagen. Dieser Befund drohte auch Peter Blord und Jennifer Vaughan, nachdem sie bei einem Unfall schwer verletzt wurden. Mein Auto wurde an der Beifahrerseite erfasst und gegen einen Zaun auf der anderen Straßenseite geschleudert. Ich blutete wie verrückt aus einer Rückenwunde. Meine Milz wurde entfernt. Sie war beim Unfall gerissen, genauso wie meine Leber. Mein Becken war 6-mal gebrochen. Sie hatte lebensbedrohliche Verletzungen bei einem Autounfall davongetragen. Bei der Untersuchung entdeckten wir innere Blutungen, ausgelöst durch einen Milz- und Leberriss. Außerdem war ihr Becken gebrochen und sie hatte Blut in der Lunge, eine Folge von Brustkorbverletzungen durch den Aufprall. Peter Blord erlitt ähnlich schwere Verletzungen bei einem Motorradunfall. Ich fuhr um die Kurve, als plötzlich ein Wagen mitten auf der Straße stand. Mein Handgelenk war mehrfach gebrochen, meine Schlüsselbeine auch. Und 10 Rippen. Einige davon durchbohrten meine Lunge. Meine Milz riss und meine Nieren wurden gequetscht. Und dann merkte ich, dass mein linker Arm nur noch an einem Hautfetzen hing. Seine Verletzungen waren so schwer, dass seine Überlebenschance unter 10% lag. Derartig schwere Verletzungen sind bei Verkehrsunfällen keine Seltenheit. Ein Frontalzusammenstoß setzt verheerende Kräfte frei. Metall trifft auf Metall. Organe prallen auf das Skelett oder werden einfach abgerissen. Fleisch wird gequetscht und durchlöchert. Unser Körper hat im Lauf der Evolution gelernt, selbst mit furchtbaren Verletzungen fertig zu werden. In freier Natur sind schwer verletzte Tiere zum sicheren Tod verurteilt. Hier gibt es keinen medizinischen Notfalldienst. Der Tod ist Teil des natürlichen Kreislaufs. Der Mensch hat es da eindeutig besser. Diese Patienten überlebten Verletzungen, für die eigentlich der Tod die logische Folge wäre. Heute halten wir Menschen mit Hilfe von Technologie am Leben, selbst wenn ihr Körper mit den schweren Verletzungen nicht mehr fertig werden könnte. Aber angeschlossen an lebenserhaltende Maschinen reagiert unser Körper konfus und durch Überkompensation. Schwere Verletzungen führen zu einer vermehrten Produktion von weißen Blutzellen, genannt Leukozyten.
Ihre Aufgabe besteht darin, Bakterien zu vernichten. Aber manchmal sind sie auch für den eigenen Körper tödlich. Es ist wie bei den Staus zu Hauptverkehrszeiten. Bei Verletzungen versuchen Millionen Leukozyten zur selben Zeit am selben Ort zu sein. Alle Blutzellen drängen in dieselbe Richtung, um sich auf potenziell eindringende Bakterien zu stürzen. Aber ihre große Anzahl kann zu einer Katastrophe führen. Bei einem schweren Unfalltrauma tun Millionen Leukozyten, was sie immer tun. Sie kleben zusammen und am Ende ist der Stau in den Blutbahnen perfekt. Diese Barriere aus Leukozyten blockiert auch den normalen Blutkreislauf. Und ohne Blut ist auch die lebensnotwendige Sauerstoffversorgung der Organe unterbrochen. Ein Organ nach dem anderen stirbt ab. Die Blutzellen, die eigentlich unser Leben retten sollten, setzen ihm ein Ende. Das Ganze ist ein schleichender Prozess, der immer schlimmer wird. Er kann alle Organe betreffen und sie nacheinander ausschalten. Unser Körper ist ein präziser Bioorganismus. Und wenn ein Teil davon nicht funktioniert, gerät dieses fein abgestimmte System aus dem Gleichgewicht. Als Peter Blord und Jennifer Vaughan schwer verletzt im Krankenhaus eintrafen, wusste Dr. Meyer, dass beiden eine lange Zeit in der Intensivstation bevorstand. Selbst wenn wir sie hätten stabilisieren können, war ihr Risiko, an multiplem Organversagen zu sterben, extrem hoch. Um diese Gefahr zu vermeiden, erhielten beide ein Medikament im Versuchsstadium, genannt Lucarest. Es ist wie bei einer Anhängerkupplung. An der einen Seite sind kleine Haken und auf der anderen das Gegenstück. So können sich die weißen Blutzellen verbinden. Und Antikörper wie Lucarest docken genau an diesen haftenden Molekülen an. Es ist, als würde man sie umhüllen, damit sie nicht mehr andocken können. Durch die Verwendung dieser Antikörper verhindern wir, dass die weißen Blutzellen verkleben und beugen dadurch körperlichen Schäden vor. Wenn der Blutkreislauf wiederhergestellt ist, können auch die Organe wieder mit Sauerstoff versorgt werden. Theoretisch lässt sich so multiples Organversagen verhindern. Die Wirksamkeit dieses Medikaments ist noch nicht erwiesen, aber Peter und Jennifer erholten sich erstaunlich rasch. Natürlich können wir nicht beweisen, dass das neue Medikament das bewirkt. Aber so eine bemerkenswert schnelle Genesung erleben wir bei allen, die das Medikament bekamen. 2 Monate nach dem verheerenden Unfall ging Jennifer wieder zur Arbeit. Es hat meine Sicht des Lebens total verändert. Mir wurde klar, dass man im Hier und Jetzt leben muss, weil es kann alles ganz schnell vorbei sein. Manchmal werden einem alle Chancen mit einem Schlag genommen. Deshalb sollte man das Leben und seine Vorteile in vollsten Zügen genießen. Drei Monate nach seiner ungewöhnlichen Operation wurde auch der schwer verletzte Arbeiter aus der Intensivstation entlassen. Good morning, Guillermo. How are you? Are you all right? Yeah, tell him that, sagen Sie ihm, dass er stärker sein wird als je zuvor, wenn wir ihn hier entlassen. Die moderne Medizin steht am Beginn einer Revolution. Sie ist dabei zu erkennen, dass sie am effektivsten ist, wenn sie das Potenzial der Natur nutzt und die enormen Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers.